dieses Jahr war das heißeste jemals gemessene seit 40 Jahren. Es ist einfach so krass, wie schnell die Klimakrise voranschreitet und insbesondere die junge Generation wird darunter leiden, wenn wir jetzt nicht bald die Kurve bekommen. Wer, wenn nicht die Europäische Union, kann die Klimaneutralität auf den Weg bringen? Wir haben diese Legislatur unglaublich viel erreicht mit dem EU Green Deal, mit ganz vielen Gesetzen zur Kreislaufwirtschaft und dem Recht auf Reparatur und anderen Gesetzen. Aber diese Europawahl wird entscheidend, ob wir Klimaschutz zur Priorität machen oder ob wir den Green Deal rückentwickeln, wie so viele politische Kräfte das wollen. Wir als Grüne stellen Klimaschutz ganz nach vorne und wollen den EU Green Deal 2.0. Es ist total wichtig, dass junge Stimmen auch in der Politik Gehör finden, denn gerade die junge Generation weiß, dass der Planet auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte gesund sein muss, damit wir als oder ihr als jüngere Generation auch gut auf dieser Erde leben können. Deswegen ist es erstens so wichtig, dass ihr euer Wahlrecht nutzt. Ihr könnt zum ersten Mal mit 16 Jahren, ab 16 Jahren bei dieser Europawahl wählen und ich kann nur sagen, nutzt, das ist so unglaublich wichtig mitzubestimmen, wer in diesem Europaparlament sitzt und in welche Richtung die europäische Politik geht. Ich habe als Ausschussvorsitzende öfter mal auch junge Menschen, Jugendverbände einbezogen, um zu schauen, was ist denn der Blick von jungen Leuten und Jugendverbänden auf die Wirtschaftspolitik. Auch sowas ist total wichtig. In der Europäischen Union gibt es unglaublich viele Mitmachmöglichkeiten für junge Leute, wie Jugendaustausche, wie Erasmus, wie Interrail, wie das Saxo-Rail von unserer Europaministerin Katja Mayer, wo man einfach Europa mit dem Zug erfahren kann. Und auch diese Sachen sollten Jugendliche so gut wie möglich nutzen. Und das, die Rahmenbedingungen wollen wir auch noch verbessern. Wenn wir zusammenarbeiten, dann können wir die aktuellen Krisen wie die Klimakrise oder den schrecklichen Krieg in der Ukraine zusammen angehen. Deswegen dürfen wir auch nicht den Rechten auf den Leim gehen, denn die wollen unsere Gesellschaften spalten, die wollen die Europäische Union spalten. Wir müssen diese Europawahl nutzen, um die demokratischen Kräfte und die Demokratie, den Zusammenhalt in Europa zu stärken. Das kann natürlich auch nur gelingen, wenn nicht Einzelne abgehängt werden. Deswegen kämpfen wir als Grüne so stark dafür, dass wir nicht nur eine wirtschaftliche Union haben, dass wir Klimaschutz voranbringen, sondern dass wir auch wirklich echte soziale Rechte für die Menschen ausbauen und dass wir die ärmsten Regionen in Europa nicht vergessen und auch stärken über Fördergelder und über eine gescheite Politik. Mein Herzensthema für diese Wahl und das ist besonders für junge Leute wichtig, ist, dass wir eben den Planeten in einem guten Zustand hinterlassen. Gerade junge Leute achten so viel stärker auf nachhaltigen Konsum. Das ist auch eines der Themen, zu denen ich arbeite. Viele, denen ich begegne, junge Menschen, wollen weg von Fast Fashion, kaufen Secondhand, gehen zum Reparaturcafé. Und genau das ist das, was wir auch auf europäischer Ebene machen müssen. Die Strukturen so verändern, dass wir in Zukunft nur noch nachhaltig konsumieren, dass wir wegkommen von diesen Müllbergen. Und genau dafür will ich mich in der kommenden Legislatur weiter einsetzen.